Hallo Leute, ich bekomme sehr oft Anfragen von Menschen, die mich gerne einen Tag begleiten wollen oder die gerne für mich arbeiten wollen. Und viele von denen sehen vor allem die schönen Dinge des Lebens als Investmentbanker oder Unternehmer, nämlich den Aston Martin oder das gute Essen gehen oder das Jet Set Life. Aber was sie nicht gerne sehen, ist den zweiten Teil der Übung, der zum Erfolg dazugehört, nämlich die Arbeit. Das heißt nämlich in der Früh womöglich in den Flieger steigen oder zeitig aufstehen, Unschauen verhandeln oder telefonieren, E-Mails schreiben, Immobilienbesichtigungen, Verhandlungen, Dokumente prüfen, E-Mails schreiben, herumreisen bei Wind und Wetter mit Bus, Bahn, Flieger, Auto und so weiter. Dann meistens noch bis am Abend durchgetaktete Termine, dann noch ein Abendessen oder eine Abendveranstaltung und nachher nochmal 2, 3, 4 Stunden Arbeit, wo man Dokumente prüft, Verträge checkt, E-Mails verschickt und bearbeitet und so weiter und so fort. Und viele sagen, Gerald, aber ich habe mir das ja ganz anders vorgestellt. Und ich sage richtig. Die meisten Leute glauben, nur das Leben eines Investmentbankers oder Internetunternehmers oder Startup-Unternehmers oder Immobilieninvestors ist cool. Und das Leben hat seine angenehmen Seiten. Aber was die meisten Leute nicht sehen wollen, ist, dass Erfolg und auch wirtschaftlicher Erfolg harter Arbeit und Disziplin bedarf. Ich gebe euch vielleicht ein anderes Beispiel. Ich hatte mal einen Praktikanten, den habe ich auf eine lange Dienstreise mitgenommen und da gab es am Abend noch eine Abendveranstaltung mit einem großen Unternehmen. Da waren viele interessante Unternehmer dabei. Und anstatt, dass der Praktikant gesagt hat, toll, was habe ich da für eine Chance, Leute kennenzulernen, zu sehen, wie man verhandelt, hat er gesagt, ja, aber es ist so spät und ich bin müde, obwohl er vom Alter die Hälfte von meinem Alter war. Ich habe gesagt, was ist mit dir los? Der Abend endet erst einmal um Mitternacht oder 1 Uhr. Aber das ist eher noch zeitig. Manchmal endet er erst um 2 Uhr oder 3 Uhr. Hat er mich mit offenen Augen angeschaut und gesagt, habe ich mir doch vorgestellt, das Leben als Investmentbankers und Immobilieninvestors ist cool. Und da lasst man andere für sich arbeiten. Und da war eine klare Antwort schon. Aber ohne harte Arbeit und Disziplin wirst du keinen Erfolg haben. Und es ist genau dasselbe bei finanzieller Freiheit. Wenn du in den Tag hineinlebst, wenn du nicht die Disziplin hast, das umzusetzen, was du dir vornimmst, wenn du keine Ziele hast, wenn du nicht weißt, wo du hin willst und wenn du dann nicht beharrlich und konsequent diese Ziele verfolgst, sei es Investmentsysteme, sei es sich Geld auf die Seite zu legen, sei es über neue Investitionsmöglichkeiten zu lernen und, dann wirst du einfach nicht erfolgreich sein. Dann wirst du weder Geld verdienen, und wenn du es durch einen glücklichen Zufall verdienst, wirst du es wieder auf den Putz hauen und verprassen, genauso wie die meisten Lottogewinner. Und es ist dasselbe genauso wie beim Fitnesstraining. Wie viele Leute melden sich am Jahresanfang im Fitnesscenter an? Hunderte, tausende Leute. Aber bereits am 31. Jänner, es ist so schwer und ich habe keine Zeit und es ist so mühsam und die Leute hören auf. Und sie befolgen nicht einmal die einfachsten Grundregeln. Es ist nicht so schwer, fit zu sein. Es versteht jedes Kind und vermutlich sogar ein Affe, dass man einfach, wenn man Gewicht verlieren will, darf man weniger fressen, weniger saufen und man muss sich mehr bewegen. So simpel ist die Übung. Das kann wirklich jedes kleine Kind verstehen. Und es fehlt den meisten Leuten genau an dieser Disziplin, weil es halt doch cool ist, am Abend ein Bier zu trinken. Und wenn man Gust auf eine Schokolade hat, dann isst man es halt. Und dann wundert man sich, dass wenn seine Jeans nicht mehr hineinpasst, dass irgendwann der Bauch eine Kugelform annimmt. Und dasselbe ist ein Thema Geld. Die Grundregeln sind wieder so einfach, dass sie eigentlich jedes kleine Kind versteht. Man kann nicht dauerhaft mehr ausgeben, als man einnimmt, weil sonst geht man bankrott. Und wenn man Schulden macht, muss man diese Schulden bezahlen, und zwar nicht durch Aufnahme neuer Schulden, sondern indem man aus seinen Einnahmen die Schulden retour zahlt, idealerweise aus den Einnahmen aus seinem Vermögen. Die Grundregeln sind wieder einfach, aber auch diese erfordert eine Disziplin. Wenn man im Geschäft eine coole Sache sieht und sagt, ja, ich zücke meine Kreditkarte und ich muss sie erst später bezahlen, okay, ist cool. Man hat es gekauft und besitzt, meistens braucht man es dann eh nicht und die Schulden sind aber noch lange da. Und dasselbe ist auch beim Thema beruflicher Erfolg. Es ist relativ einfach, dass jemand, der eine andere Arbeitseinstellung hat, und mehr arbeitet und sich öfter weiterbildet, mit großer Wahrscheinlichkeit
mehr Erfolg haben wird, schneller Erfolg haben wird und mehr verdienen wird, als jemand, der nur 35 Stunden arbeitet, was zumindest nach New Yorker oder Silicon Valley oder Londoner Verhältnissen ein Teilzeitjob ist. Und wo es genügend Studenten auf Elite-Unis gibt, die neben ihrem Studium so viel arbeiten. Es ist ganz klar, dass der, der mehr tut und sich mehr anstrengt, mit größerer Wahrscheinlichkeit erfolgreicher sein wird. Und genau das ist es, was du benötigst, um finanziell frei zu sein. Du musst wissen, was will ich? Das heißt, du musst dir Ziele stecken. Du musst wissen, warum will ich es? Was ist die Motivation dahinter? Und der dritte Punkt ist, du musst dir das, was du dir vornimmst, auch umsetzen. Du musst die Konsequenz haben und die Disziplin, die Dinge, die du am Jahresanfang aufschreibst, in der sogenannten New Year's Resolution, da gibt es immer sehr viele, auch in die Tat umzusetzen. Und Erfolg ist eine Fülle von stetigen Verbesserungen und laufenden Improvements. Genauso wie investieren. Die meisten glauben immer, investieren ist vom Computer sitzen und zocken und man wird schnell reich. Viele Leute wollen immer Tipps. Welche Aktie muss ich kaufen? Welches Wertpapier muss ich kaufen? Was muss ich tun, dass ich schnell reich werde? Und die Antwort ist, du wirst verarmen. Das ist wie wenn du ins Casino gehst. Du kannst meinetwegen auf Rot oder Schwarz setzen, aber das beste Geschäft macht das Casino, wo die dummen Leute spielen gehen. Und wenn ich den meisten Leuten erkläre, was ist investieren, ist eine disziplinierte, langweilige Arbeit und das Verfolgen von Investmentsystemen. Das ist weder sonderlich cool, es ist auch nicht immer sonderlich exciting, sondern es ist einfach eine lange, disziplinierte Arbeit und über die Zeit wirst du damit vermögend. Du wirst nicht vermögend durch Zocken und durch Spekulieren, sondern durch langfristige, disziplinierte Investmentarbeit. Dasselbe gilt für Unternehmensaufbau. Willst du ein Unternehmen aufbauen, geht das nicht von heute auf morgen. Viele Leute wollen heute Startup-Unternehmer sein, weil es cool ist, weil es ein Lifestyle ist und weil sie das große Geld vor Augen haben. Aber dann wundern sich, was ein Startup-Unternehmer tatsächlich tut. Und ein Startup-Unternehmer muss sich oft um ganz banale Dinge kümmern und er muss vor allem eines machen, er muss regelmäßig und laufend sein Geschäftsmodell und sein Business optimieren und verbessern. Das ist nicht eine geniale Idee allein, die mag wichtig sein, aber der Erfolg tritt nur dann ein, wenn du regelmäßig und diszipliniert und laufend daran arbeitest. Und das ist der Grund auch, wieso die meisten Leute daran scheitern. Wieso sie ein langweiliges Durchschnittsleben haben, von der Hand in den Mund leben, Schulden haben, dick sind, ungesund leben, keine private Zufriedenheit haben und so weiter. Weil sie ihr Leben nicht selbst in die Hand nehmen. Unsere staatlichen Systeme fördern das noch. Sie sagen, man muss den Bürger vor allem beschützen. Und das geht so und so nicht, das ist eine Illusion. Aber wenn du wirklich erfolgreich sein willst und finanziell frei, dann musst du dein Leben in deine eigene Hand nehmen. Dann musst du Entscheidungen darüber treffen und sie dann umsetzen. Und wenn du diese Disziplin hast, dann ist es relativ wahrscheinlich oder sogar sehr wahrscheinlich, dass du nach Jahren der Arbeit am Ende die Früchte erntest und dass du deine Freiheit genießen kannst. Und wenn du diese Eigenschaften nicht hast, wenn du Disziplin nicht hast, wenn du nicht bereit bist zu arbeiten, den Effort hineinzustecken, dich weiterzubilden und dann dich an die Regeln zu halten, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du im Hamsterrad der Schulden endest, wie jeder andere auch, und damit verarmst. Und das ist das, was ich euch mitgeben will. Egal, was du machst, du musst dich anstrengen, die Ärmel hochkrempeln, Ziele definieren und dann entsprechend Gas geben. Denn am Ende hat Erfolg zwar mit einem Quäntchen Glück zu tun, aber so wie es immer ist, das Glück trifft meistens die, die am tüchtigsten sind, am kreativsten sind und vor allem auch die meiste Disziplin haben und hart dafür arbeiten. Und was ich euch mitgeben kann, das Leben auf der finanziell freien Seite, auf der Have-Seite, ist wesentlich schöner als das Leben im Hamsterrad der Schulden. Ich habe mein Leben beides gesehen. Und ich kann euch nur eines sagen, es lohnt sich, die Ärmel hochzukrempeln und Gas zu geben. Und ich hoffe, dass euch meine Videos, meine Kurse dazu motivieren, genau diesen Weg zu gehen. Er hat sich in der Vergangenheit ausgezahlt und er wird sich in der Zukunft der Globalisierung und der digitalen Ökonomie noch viel mehr auszahlen.